Willkommen bei Final Fantasy 8. Ich bin die Mira, wir sind bei Part-Time Insane und ich habe jetzt einfach mal ein bisschen vorgespult. Wir waren eben da hinten hinter dem Hügel und ich bin jetzt einfach mal hier hingelaufen, ohne aufzunehmen. Habe gedacht, das ist für euch wahrscheinlich viel zu langweilig. Aber es egal. Ich gehe jetzt in die Stadt und wir machen weiter mit der Story. Nee, Rende K brauchen wir nicht. Ich schlafe einfach mal zu Fuß durch die Stadt. Au. Ich wurde überfahren. Weil ich will, bevor wir irgendwas machen, will ich noch im Hotel ein bisschen schlafen, damit wir wieder fit werden. Perspektivwechsel sind echt schön. Ich find's toll hier, wie dieses alle irgendwie so... Man merkt hier total die Hintergründe, was spielbarer Charakter ist. So, Park. Ja. Schlaf gut. Haben wir geschlafen? Ja, wir haben geschlafen. Ja, danke. Ihnen auch noch einen schönen Tag. Speicher jetzt mal schnell. Und das Gel haben wir doch. Wie komme ich jetzt eigentlich wieder dahin, wo ich hin wollte? Zu diesem alten Fuzzi? Wir werden hier gnadenlos überfahren. Da. Alter. Die Antwort geben. Ja. Okay, 180, hast du gemerkt, ich kann die Nutze wegwerfen. Oh, schön, da ist auch ein Speicherstand. Nehmen wir den doch. Balam Galbadia machen gemeinsame Sachen mit einem galbadischen Oberst. Das wird hier gespielt. Unnötig, sich Gedanken zu machen. Ein Sith fragt niemals, warum. Manchmal sollten Soldaten trotzdem fragen, warum. Einmal speichern. Uiuiui. Aber ich bin lieber doppelt genäht, hält besser. So, ich hoffe, meine Taktik mit den Zaubern bringt was. Wie lange sollen wir noch warten? 3 Minuten? Mann, was denkt er sich dabei? Ich werde mal Radau machen. Wartet mal hier. Ach, übrigens, ich bin hier zu Hause. What? Also keine Sorge. Das habe ich vergessen.
Geht bitte nicht ohne mich weg. Was soll das denn heißen? Soll das ein Befehl sein? Soll irgendetwas passieren? Keine Ahnung. Auf alle Fälle ist es ein Befehl eures Kunden. Das habe ich voll vergessen, dass sie okay, machst du jetzt keinen Ärger? Soll das denn nun wieder heißen? Wo ist Renoir? Sie ist nicht dafür trainiert. Sie fällt euch womöglich zur Last. Es ist zum Nutzen aller Beteiligten, dass sie an dieser Mission nicht teilnimmt. Sind Sie vielleicht der Vater von Renoir? Oberst Carway. Es ist zwar eine Weile her, seitdem sie mich so genannt hat. Der Vater, ein hohes Tier beim Militär, die Tochter in der Widerstandsbewegung. Kann auch nicht gut gehen. Richtig, das sehe ich ebenfalls so. Aber das ist Familienangelegenheit. Das geht euch eigentlich nichts an. Das glaube ich eben nicht. Meine persönlichen Probleme sind verglichen zu dem, was auf uns zukommen wird, winzig. Für uns sind Befehle vom Garden und von Renoir gleichermaßen wichtig. Wenn der Auftrag erledigt ist, werden wir ihr weiterhin als Söldner dienen. Wir mischen uns nicht ein, nur behindern sie unsere Arbeit nicht. Was ist, wenn ich es doch tue? Mann, was für eine Frage. Eines vorweg. Wir sind Seeds. Wir machen alles auf unsere Weise. Hey. Ich will ja nicht stören. Was ist mit unserer Mission? Wollen wir nicht besser darüber reden? Erst einmal Waffenfrieden, okay? Ich werde den Plan erläutern. Ihr wisst, dass die galvanische Regierung einen Pakt mit der Hexe geschlossen hat, der Hexe Edea. Zu ihren Ehren wird eine große Parade abgehalten. Edea. Die Zeremonie findet im Präsidentenpalast statt. Während der Zeremonie werdet ihr euch in zwei Gruppen aufteilen. Das Triumphbogenteam dringt in den Triumphbogen ein und wartet. Das Schützenteam hält vor dem Palast die Stellung, bis die Zeremonie vorüber ist. Genau hier an der Stelle, wo ich stehe, geht das Schützenteam in Position. Das Schützenteam und das Triumphbogenteam, fünf Leute aufgeteilt in zwei Teams. Das ist der Präsidentenpalast. Nach der Zeremonie startet von hier aus die Parade. Dann wird dieses Tor geöffnet. Bis dahin solltet ihr euch ruhig verhalten. Bei Zwischenfällen wird die Parade gestoppt. Das müssen wir um jeden Preis verhindern. Ist das Tor zu, kommt das Schützenteam an die Reihe. Da die Menschen auf der Parade schauen werden, ist es relativ einfach. Das Schützenteam muss schnell halten. Das Ziel, die Terrasse am Palast. Im Vorzimmer auf dem Flur muss eine Falltür sein. Da steht eine kitschige Spieluhr. Das Schützenteam ist dort versteckt. Einprägen bis 20 Uhr und bis 20 Uhr warten. Die Hexe wird aus diesem Tor mit einem Auto losfahren. Wo? Muss ich nachlaufen? Achso. Der Wagen wird am Tor nach links abbiegen. So ungefähr. Wird sich fortbewegen. Die Kolonne wird danach auf der Kreisstraße einmal um die Stadt fahren und wieder an diesen Platz zurückkehren. Aus dieser Richtung wird also die Kolonne wieder erscheinen. Danach biegt die Kolonne nach rechts ab und fährt hier weiter. Jetzt zum Triumphbogenteam. Um Punkt 20 Uhr passiert die Hexe den Triumph. Quatsch weiter, Kerl. Genau in diesem Augenblick wird das Triumphbogenteam das Tor herablassen. Die Hexe sitzt somit in der Falle.
Um 20 Uhr steigt die Spieluhr in das Schützenteam Verstecktheld empor. Zwischen dem Schützenteam und der Hexe wird kein Hindernis mehr geben. Dann ist die Chance. Peng. So sieht unser Plan aus. Wir müssen jetzt nur abwarten. Schaut euch in der Stadt um, natürlich könnt ihr aber auch hier bleiben. Aber macht keinen Ärger. Was glaubt er denn, wenn er vor sich hat? Wir sind nicht so wie seine Tochter. Wir sind Seeds. Natürlich. Hatte ich vergessen. Ihr habt freien Ausgang, ihr könnt euch in der Stadt umsehen. Wenn ihr bereit seid, kommt in meine Villa. Die Mission beginnt nach der Abschlussbesprechung. Okay. Hallo Katze. Was denn, Mäuschen? Bitte fahrt mich nicht über den Haufen. Ich muss jetzt ein bisschen rumkoppeln. Okay, GF. Kirin und Brothers. Ja. Koppeln mit Misty. Fixieren. Und Shelfie kriegt Brothers. Oh. Gut. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich alles verteilt. Jeder hat das Dings. So, jetzt zur Teamaufteilung. Das Schützenteam besteht aus dem Scharfschützen und dem Anführer. Der Anführer hat das Kommando. Falls etwas schief geht und die Mission nicht nach Plan läuft, oder das Scharfschützenteam daneben trifft, übernimmt der Anführer das Kommando und verwickelt die Hexe in einen Kampf. Wir müssen uns bedeckt halten, deswegen muss der Plan perfekt sein. Das Hauptziel ist die Beseitigung der Hexe. Wir müssen unser Ziel um jeden Preis erreichen. Sogar dann, wenn meine oder eure Tarun aufliegt. Hallo. Wer ist der Anführer? Ich. Den Rest entscheidest du. Das Schützenteam ist okay. Ich und Irvine Kinias werden als Schützenteam vorgehen. Das Jungbogenteam steht aus dem Rest. Wer führt das Triumphbogenteam an? Sorry, Xel. Bist es, Trippé. Okay, überlass es nur mir. Gut, die Mission beginnt. Irgendwie eine Erschütterung gespürt. Ich häng fest! Gut. Mit. Hey! Ich bin entkommen! Was hat er gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Busksor? Sorry, Renault, aber wir müssen jetzt gehen. Nein, wartet! Schaut mal! Das ist ein Odin-Reif. Ich hab's in seinem Zimmer gefunden. Odin? So soll das gut sein. Das soll Hexenmagie eindämmen. Ich weiß nicht, wie wirkungsvoll der ist, aber er wollte ihn dieses Mal nicht benutzen. Wenn das Ding von Odin ist, muss er sehr wirkungsvoll sein. Erste Wahl, wenn es um Zauber geht. Gell? Und was willst du damit? Wer soll es der Hexe anlegen? Wer, wann und wie?
Darüber wollte ich ja mit euch sprechen. Ihr habt keine Zeit. Skoll ist schon in Position. Wir haben auch unsere Aufgaben. Verstehst du nicht? Das ist was anderes, als von der Hexe von zu Hause wegzurennen. Das ist todernste Sache. Meine ist ja auch ernst. Esse ich doch. Hab doch auch. Im Falle eines Angriffs werde ich alleine vorstürmen, um Zeit zu gewinnen. Ein Kampf ist doch nicht nötig, ich werde das Schiff schon schaukeln. Irwin, sag mal, ist es wahr, dass ein Sieb niemals warum fragt? Ich hänge blöd. Oh, jetzt habe ich es nicht lesen können. Warum willst du das wissen? Wenn der Feind ein richtig mieser Typ ist, kann man sich besser austoben. Ein mieser Typ? Wahrscheinlich ist der Feind weder gut noch böse. Wir haben nur unterschiedliche Standpunkte. Ich will diesen. So langsam laufen nervt ein bisschen. Jeder glaubt, dass er recht hat. Es gibt keine guten oder bösen Menschen. Nur solch, nur keine. Uah. Das Triumphbogenteam dringt hier ein, hält bis 20 Uhr die Stellung. Punkt 20 Uhr wird die Parade in den Bogen hier passieren. Zu diesem Zeitpunkt wird das Pult bedient und das Tor hinabgelassen. Die Hexe sitzt somit in der Falle. Hier ist eure Position. Eine Frage, Oberst. Warum will die Hexe so eine auffällige Parade durchziehen? Sie begibt sich zu ihrem neuen Hauptsitz, dem Galbadia Garden. Deshalb will der Garden sie, also die Hexe, loswerden. So ist es. Was ist es? War wohl zu grob. Zu grob? Ich werde mich bei Renoir entschuldigen. Renoir? Was willst du machen? Wir dürfen unsere Position nicht verlassen. Bis 20 Uhr ist noch Zeit. Wartet hier auf mich. Aber. Wartet doch! Die. Manchmal werde ich hier dann doch gern so. Oh. Bald wird es draußen hektisch. Hier bist du aber in Sicherheit. Mist, er wird mich einsperren. Wenn ich will, schaffe ich es auch. Nur tut mir leid wegen vorhin. Sitzen wir jetzt fest? Der Oberst. Ich glaube, wir sind zwischen die Fronten geraten. Das ist sehr, sehr schlecht. Ich mache mir Sorgen um Renoir. Was wird hier gespielt?
Renora ist wahrscheinlich alleine zur Hexe gelaufen. Sie wollte uns helfen. Super, ich hab nichts bei ihr. Naja, ich bin zwar... kein Seed. Aber trotzdem... Aber trotzdem. Ich bin die Tochter eines galbadischen Oberst. Da jetzt mein Vater ihn untergeben ist, wollte ich mich vorstellen. Ich habe, ein Geschenk mitgebracht. Oh. Oh, der ist so hübsch. Da kommt sie. Hey, das Mädel dort. Renoir. Es stinkt. Ihr stinkendes Gesindel. Seit Urzeiten haben wir Hexen in einer Fantasiewelt gelebt. Eine törichte Fantasiewelt, die ihr euch im Kopf ausgedacht habt. Dunkle Kostüme, grausame Rituale, in denen fromme Bürger geopfert werden. Hexen verbrennen das furchtbare Land und lassen die Erde zu Eis erstarren. Schwachsinn! Wo ist jetzt die Hexe aus eurer Fantasiewelt? Nun auf der Seite von Galbadia ist. Glaubt ihr, dass euch in dieser euch in Sicherheit biegen könnt? Wer von uns lebt in einer Fantasiewelt, umgeben von Illusionen? Was soll das?
rede. Die Realität schmeckt nicht so süß. Die Realität schmeckt überhaupt nicht süß. Ihr törichtes Volk, ich werde es euch zeigen. Ich wünsche, ich würde einmal sowas ohne Fehler vorlesen können. Ihr versteckt euch hinter der Illusion. Ich werde auch für euch tanzen in dieser Fantasiewelt. Ich werde auf Ewigkeit tanzen. Eine Hexe, die Furcht und Verderben bringt. Mit euch erschafft sie den ultimativen Traum. Leben und Tod sind darin nur eine süße Illusion. Die Hexe wird mit dieser Illusion verschmelzen und Galbadia als ihr treuer Untertane mit ihr. Tod. Hexen brauchen Opfergaben. Sie brauchen grausame Rituale. Das ist schlecht. Das geht in die Hose. Wir müssen Renoir doch helfen. Die Parade hat noch nicht begonnen. Das Tor ist noch zu. Das meinst du doch nicht ernst. Seht mal, es fängt schon an. Wir müssen schnell hier raus. Es gab hier irgendwo einen Geheimgang. Da gefunden. Gut. War doch irgendwem, der das in die Hand drücken. Oh. Oh, da. Ha! Ich hab mir doch noch was gemerkt. Ausgerechnet hier. Das ist gemein. Gehen wir. Wir wissen doch gar nicht, wo er hinführt. Wir können nicht hier rumstehen. Es wird wahrscheinlich entweder eine Folge mit Überlänge oder zwei Folgen, nur so als Information. Nicht wundern, wenn nachher gleich der Schnitt kommt. So, ach, das war dieses komische Geheimnis. Es fängt an. Idea. Los, auf geht's, wir müssen dir helfen. Überleg nicht herum, Renoir, willst du uns draufgehen?
Angreifer. Bewegst du dich mal? Das ist ja überhaupt nicht auffällig, wie wir hier langlaufen, gell? Aber ja. Moment. Ich bin japanisch. Ich bin japanisch, genau. Ich bin ja, panisch. Das ist eine Rolle bei diesem Ding. Ich mag die Musik. Wie hängen denn da drin? Da ist Renoir. Da. Renoir! Das gibt wahrscheinlich wieder keine EP, XP, egal. Ja, ich weiß, dass wir Renoir retten müssen. Oh, Carbuncle! Wie viel haben die? Ach, so viel ist es gar nicht. Oh, die habe ich ihn. Oh, Feuer ist unwirksam. Hallo. Ich aber wissen, dass das wegen Lager ist, das nicht. Heiß. Drauf fehlgeschlagen. Schön. Kannst du es nochmal versuchen? Ich werde eh sterben gleich. Nö, geht nicht. Ja, dann werden wir es nie erfahren. Resonanz. Das ist gut. Aua. Jetzt machen wir es richtig. Essen.
Okay. Ja, ruhig. Ja, haut ruhig ihn, macht ihm nichts aus, der ist ja eh Stein. We're in control.